Hallo, liebe Weltwunder! Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt hier in der Privatpraxis bin mit dem Chris, mit dem Sebastian Hill. Entschuldigung, ich habe es jetzt Sebastian. Den Namen haben wir nicht besprochen. Wir haben alles besprochen, nur den Namen nicht. Ich freue mich sehr, dass er heute für uns Zeit gefunden hat und wir werden jetzt gleich tiefer ins Gespräch gehen und über Schmerzen, Schmerzlosigkeit und Schmerzen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich freue mich über alle, die hier heute herzlich sind. Da sind wir wieder. Lieber Sebastian, stell dich doch mal vor. So, ja, ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Manu hat mir gefragt, ob wir zusammen mal ein Interview machen können. Über meinen Bereich, über das, was ich so mache tagtäglich und über das, wo ich meine Erfahrungen halt über die letzten Jahre gesammelt habe. Ja, freue ich mich sehr drüber. Ich bin gebürtig auch Physiotherapeut. Gebürtig? Du bist schon als Physiotherapeut zur Welt gekommen. Man hat es mir gesagt. Es liegt mir in den Händen. Ah, okay. Nein, schön. Grundausbildung Physiotherapeut. Ja. Verschiedene Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Kleinpraxen, alle durchlaufen. Und habe mich dann immer mehr so spezialisiert auf bestimmte Bereiche. Bei mir war es hauptsächlich auch die Bewegungstherapie an sich schon immer gewesen, sportlich, viel Fußball gespielt, verschiedene Sportarten ausprobiert. Mhm. Und so war man natürlich viel mit Verletzungen auch oft involviert. Mhm. Und mein Traum war immer, du musst irgendwas machen, wo du dich selbst behandeln kannst. Ach, wundervoll. Und du kannst dich heute auch selbst behandeln? Es gibt bestimmte Stellen, die man, wo man schlecht drankommt. Genau. Aber einfach der Grundgedanke war der, dass ich mir selber irgendwie helfen kann. Mhm. Weil es einfach bei mir mit dem Sport halt in der Verbindung lag. Und genau, so bin ich zum Beruf gekommen und habe mich dann immer mehr halt auf diese Bewegungssachen und Schmerzen halt spezialisiert. Habe dann noch nach meiner Ausbildung ein Studium gemacht, Studium zur Physiotherapie. Da lernt man dann halt eher nochmal so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, viele Sachen zu hinterfragen und vom Typ her bin ich auch jemand, muss alles hinterfragen. Ach. Warum geht das? Warum funktioniert das nicht? Warum geht das bei dem Patienten und bei dem Patienten nicht? Ach, wunderbar. Und wenn ich dann bestimmte Techniken anwende und er hat eins zu eins eigentlich die gleiche Symptomatik und bei dem einen hilft es, dem anderen nicht, ja, dann muss ich halt eine Frage stellen, ja, für mich, liegt es an der Grifftechnik, liegt es an den Patienten, sind da irgendwelche anderen Sachen, die dann noch mit reinwirken? Mhm. Ja, und so kommt man dann dazu, dass man die Weiterbildung. Und ich habe es immer so gehandhabt, dass immer, wenn ich was Neues gelernt habe, muss mir ganz klar sein, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und so habe ich es immer so, dass ich sage, ich probiere jetzt diese Technik aus, lasse die anderen Sachen alle mal beiseite und guck mal, wie die wirkt. Wenn die besser wirkt als die Sachen davor, nehme ich sie mit in mein Repertoire und wird hauptsächlich gemacht. Hilft sie nicht oder weniger als vorher, dann fällt sie wieder raus. Und so hat man dann strukturiert immer weiter daran gearbeitet, dass man sich so ein Konzept feilt, was für den Patienten dann und für mich halt erfolgreich ist. Du bist ja da sehr, sehr leidenschaftlich und vor allen Dingen, was mir ja sehr, sehr gut gefällt, dass du ganzheitlich guckst. Ne? Also wenn der Patient zu dir kommt, dann fragst du ihn ja viele, viele, viele Dinge ab. Wie sieht das aus zum Beispiel? Mhm. Patient X kommt mit ganz chronischen Schmerzen. So, jetzt kommen die wahrscheinlich mit Befunden, oder? Zu dir. Also bis jetzt ist es noch so, es wird weniger, dass die Leute mit dem Ordner von Befunden kommen. Okay. Ja, also, wenn ich schon von früher sprechen kann. da waren die Leute so, dass wirklich, da kamen Aktenordner von MRT-Berichten, Röntgenbildern etc. Jetzt ist es mittlerweile schon so, dass viele schon erkennen, dass die Summe an Symptomen und Erkrankungen, an Schmerzen, die sie haben, oftmals alle sowieso in einem Zusammenhang stehen, wo man grundauf alles zusammen angucken muss. Mhm. Ja, und meistens steht bei den Leuten heutzutage der Schmerz schon im Vordergrund. Ne? Mhm. Und so ist es so, wenn die Leute kommen, natürlich ist es so, dass ich mir die Sachen angucke, ne, frage, was haben sie mitgebracht, was ist drin, kommt auch immer drauf an, was für einen Schmerz der hat, ne? Ob das jetzt eher in der Bauchregion, eher im Kopf, auch wenn eine Gehirnsymptomatik dabei ist, dass da irgendwas, da muss man schon gucken, was man sich genau von diesen Befunden anguckt. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass ich ganz speziell, wie du schon gesagt hast, ich erfrage viel. Mhm. Weil für mich ist die Anamnese das Wichtigste. Mhm. Und wenn man direkt gezielte Fragen stellt, dann kommt man schon ganz oft in so eine Region, wo man erahnen kann, woher es kommt. Da ich mich hauptsächlich mit Bewegung befasse und mit Bewegungsschmerzen,
und bestimmte Statistiken und Studien ja auch schon existieren, wo man sieht, dass 80-90% aller Schmerzen halt vom Bewegungsapparat verursacht werden, ist man da schon auf einer ganz guten, in eine ganz gute Richtung, wenn man auch von da ausgeht. Ja, also läuft mein Denken schon daher, weil das halt mein Gebiet ist, dass ich erstmal gucke, kommt es vom Bewegungsapparat oder kommt es da nicht her, stelle meine spezifischen Fragen. Das Angucken ist auch ganz gut, was du gesagt hast. Ich habe immer eine Checkliste. Ah, okay. Wie sieht die aus? Eine Checkliste, wo ich verschiedene Punkte habe, die alle zum Schmerzen führen können, beziehungsweise den Schmerz beeinflussen. Das wäre zum Beispiel? Heißt also, wenn wir uns um Bewegung beschäftigen, dann frage ich natürlich die Bewegung ab. Wie sieht die Bewegung aus? Ist sie einseitig? Ist sie engwinklig? Bewegt er sich viel? Macht er Leistungssport? Macht er gar keinen Sport? All die Sachen sind natürlich schon maßgeblich dafür, wie es dem Gewebe und dem Körper geht. Andere Faktoren sind Ernährung. Ja, als weitere Säule. Ich frage ab, wie sieht die Ernährung aus? Ne? Wie oft isst er? Wann isst er? Wie viel Pause hat er zwischen den Mahlzeiten? Wie viel trinkt er? Was für Fette, Eiweiße, Vitamine? Nimmt er auch zusätzlich noch Vitalstoffe und andere? Das sind alles Punkte, die halt entscheiden dafür, ob es denjenigen halt besser geht oder nicht. Ja. Weitere Säule sind natürlich die psychischen Faktoren. Ja, ich muss immer gucken, wie es demjenigen geht, ja, wie es ihm seelisch geht, wie er drauf ist, wie er mit Stress umgeht, wie er auf Arbeit umgeht, wie es in der Familie steht. Das sind zum Beispiel, habe ich in der Checkliste immer ganz einfach so, die Punkte stehen da, ja, er liest sie vor sich und er kann die Punkte alleine ankreuzen. Ja, und dann ist es immer so, alles was bei Ja steht, trifft zu, ist dann eben negativ für den Schmerzen, aber diese psychischen Faktoren, die soll der für sich machen. Erstmal nur ganz nur für sich, das muss er mir auch gar nicht erzählen. Und dann ist erstmal so, dass er nur sieht, wie viele Kreuze sind auf der negativen Seite, die zu Schmerz führen. Wenn er möchte und sich dann mal sagt, Mensch, können wir jetzt mal über die Punkte, diese psychischen Faktoren sprechen, dann gerne, aber das lasse ich dem Patienten immer frei. Er soll einfach nur für sich erstmal so einen kleinen Blick darauf haben, wie groß ist die Spalte, die alle zu Schmerzen führt. Ja, Bewegung, Ernährung und psychische Faktoren und dann noch die Klassiker Umwelteinflüsse, die einfach auch immer mehr werden heutzutage, alles was mit Elektrosmog zu tun hat. Elektrosmog, heute Abend, Dr. Backwinkel, genau. Du bist ja dabei, ne? Ich komme bestimmt. Ja, okay. Elektrosmog, ja, ein wichtiges Thema, immer wichtiger. Viele glauben das noch nicht, ne? Ja. Dass das so uns vereinnahmt, körperlich. Das sind, genau, also der Punkt ist ganz klar, es sind zu viele Faktoren jetzt an Einflüssen von außen, die wir einfach nicht mitbekommen. Es reicht schon, wenn mehrere Leute mit Handy in einem Raum sind. Ja, es reicht, wenn wir uns eine Hochspannungsleitung durchlaufen. Ja, wenn unser du läufst ja auch gerne. Ja, ja, total. Laufen unter der Hochspannungsleitung. Machen Sie sich mal eine Pulsuhr um und gucken Sie mal, wie der Puls sich verändert, wenn Sie innerhalb dieser Region laufen oder nicht. Auch an Bahngleisen etc. Verändert sich unglaublich. Spannend. Ja. Und das kann man ganz leicht nachvollziehen. Mhm. Ja, das ist auch Physiotherapiebänke, die nicht geerdet sind und elektrisch, ja, muss man auch drauf achten. Und so sind es halt ja, viele Kleinigkeiten, die ich halt mit abfragen muss. Mhm. Ja. Alle auch, die sich mit Muskeltests beschäftigen, haben wir auch viele bei uns in der Gruppe. Da sieht man das ganz auch ganz klassisch. Einfach gibt denjenigen ein Kabel in die Hand, ja. Ja, ein ganz normales Aufladekabel oder sowas mit der Steckdose verbunden ist und schon ist die Muskulatur geschwächt und kann nicht mehr arbeiten, wie sie soll. Ja? Und das nicht nur die Muskulatur an sich, sondern jede einzelne Zelle, da findet ja Bewegung ja auch statt. Es ist ja nicht nur, dass wir uns von Ort zu Ort bewegen als Körper, sondern auch Bewegung zwischen den Zellen stattfindet. Mhm. Und das ist halt das, was wir ganz so beachten müssen, was hier zu kurz kommt. Ja, toll. Also wirklich, du bist einer der wenigen Therapeuten, die ich kenne, die wirklich auch in alle Richtungen gucken. Na, du schaust wirklich, wenn du da nicht weiterkommst, dann vermittelst du auch weiter. Das finde ich ganz großartig, total in meinem Sinn, ja, finde ich auch großartig. Jetzt nochmal zum Thema Schmerz zurück. Was ist denn ein Schmerz überhaupt? Wo kommt denn ein Schmerz her? Also diese vier Säulen checkst du ab, aber wo kommt der eigentlich körperlich her? Was schmerzt uns denn? Also beim Schmerz ist es ja so, es gibt ja viele Ansichten von Schmerz. Ja, und wir sind ja noch lange nicht so weit in der Forschung, dass man jeden Schmerz wirklich ganz klar beschreiben kann und sagen kann, wo der herkommt. Ja, man kann zwar subjektiv sagen, wo ich es fühle und wie ich den wahrnehme, aber nicht alle Schmerzen sind bis jetzt bekannt und man weiß genau, wie man sie beeinflusst.
Was man aber weiß, dass bestimmte Schmerzen halt durch den Bewegungsapparat hervorgerufen sind. Und seit den neuesten Techniken und seit den neuesten Forschungsergebnissen und Studien und die so allmählich immer mehr werden, sind ja diese Faszien überall im Gespräch. Ja, Faszien ist halt das, der moderne Begriff. Ja, früher hieß das alles Bindegewebe. Ja, sarkastisch gesagt, es ist immer das, was, nicht wir, aber wenn man operiert, dann ist es das, was immer alles Weiße, was weggeschnippelt wurde, sind halt diese Faszien, ja, was man durchtrennen muss. Auch das, was du in deinem... Du isst kein Fleisch? Nein. Nein, dann kennst du. Alle, die Fleisch essen und ein Steak vor sich haben, das, was drumherum ist, um die Muskulatur, um das Rote, dieses Weiße, das sind halt diese ganzen Hüllen, ne, diese Faszien. Und die sind halt komplett im ganzen Körper überall drumherum und verbinden alles. Und so kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn die alles miteinander verbinden und überall in unserem Körper netzartig zusammenhängen, dass die einen großen Einfluss haben. Und dieser Einfluss wird jetzt halt immer mehr. Und zu dem Thema Schmerzen, weil ich ja aus der Bewegungstherapie komme, beschäftigen sich ja immer mehr Methoden damit, diese Faszien halt zu therapieren, mit denen irgendwas anzufangen, damit es besser geht. Und wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, so 80-90% aller Schmerzen kommen daher. Und wenn man sich dann einer dieser Methoden widmet und mit einem dieser Methoden arbeitet, dann wird man ziemlich schnell merken, und das ist das Gute an diesen Art von Therapie, so wie ich sie betreibe oder Kollegen von mir, dass man dann ziemlich schnell sehen kann, ob es daran liegt. Ja? Okay. Das heißt, wenn ich den Patienten ein-, zweimal behandelt habe, ja, manchmal reicht einmal, manchmal sind zweimal, auch dreimal möglich. Es ist aber so, dass der Patient ziemlich schnell merkt, oh, der Schmerz ist weniger oder ich komme weiter, das Gelenk bewegt sich besser. Ja? Nur weil du in die Faszien gehst? Weil ich mit dem Gewebe arbeite. Okay, du arbeitest mit dem Gewebe, dann mit Hilfsmitteln? Mit Rollen oder mit Kugeln? Oder was du nur mit mechanisch, nur mit deinen Händen? Es kommt darauf an, welche Methode man nimmt. Ja, wir wollen ja nachher immer ein paar Methoden sprechen. Ja. Prinzipiell finde ich persönlich am besten, wenn man keine Hilfsmittel benutzt. Okay. Ja, Punkt 1. Ich kann viel besser mit meinen Händen fühlen. Ja, ich weiß, ich fühle, wie das Gewebe sich verändert, wie der Muskel sich verändert, wie dann die Struktur, ob die weicher wird, ne? Auch was ich treffe. Ja, ich muss ja auch, wenn ich darauf drücke und da durchs Gewebe ziehe, auch merken, ob da eine Arterie oder ein Nerv oder etc. drunter ist, der mir da, wo ich da nicht so massiv drauf gehe. Ja? Also oftmals kommt das Feedback vom Patienten halt zu spät. Ja. Man kann natürlich mal auf den Nerv drücken oder auch mal ein Gefäß. Das wird sich wieder beruhigen, außer man bleibt da 5 bis 10 Minuten drauf. Ne? Dann hat er auch noch nächste Woche was davon. Ansonsten beruhigt sich das wieder, aber es ist ja nicht das, was wir wollen. Mhm. Ja, und mit einem Stöckchen oder mit irgendeinem Hilfsmittel, was vielleicht für mich zum Schonen ist, das ist vielleicht mal ganz gut, wenn man es mal gerade nicht kann. Da muss man aber auch mit der Intensität aufpassen. Also ist eigentlich der eigentliche Schmerz, sagst du, kommt aus dem Gewebe, aus dem Bindegewebe dazwischen sozusagen. Wenn ich jetzt, gut, das ist natürlich auch anders, wenn ich jetzt eine Ischalgie habe, ne? Oder ein Karpaltunnelsyndrom. Ich höre dann, zu. Ach so, du hörst zu. Genau. Dann sind das auch die Faszien? Genau, also überwiegend ist es halt die Faszie, die wehtut. Auch wenn wir das Gefühl haben, der Muskel tut weh. Die Schmerzrezeptoren, die für den Schmerz verantwortlich sind, die Schmerzen weiterleiten, das sind halt freie Nervenendigungen, genau im Gewebe drin, auf dem Gewebe. Und die haben eben nicht nur die Information, dass sie irgendwelche Spannungen messen sollen, die können auch Schmerzen weiterleiten etc. Und das ist alles im Gewebe drin, in diesen sogenannten Faszien. Da sitzen die Schmerzrezeptoren. Heißt also, dass bestimmte Sachen, die wir uns manchmal vorstellen, dass die Schmerzen machen, wie zum Beispiel ein Meniskus, ein Kreuzband oder die Arthrose an sich, ja, die Verschleißerkrankung, dass die an sich mit dem Schmerz gar nicht viel zu tun haben, weil dort keine Schmerzrezeptoren sitzen, die den Schmerz auslösen können. Das ist jetzt, darf ich da jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil der hat mich, der Michael gefragt, Michael Grafenberger hier aus der Gruppe. Der hat eine Sportverletzung gehabt, vor über 20 Jahren Kreuzbandriss. So. Und er hat viel Sport gemacht und so weiter. 20 Jahre hat er keine Probleme. Und jetzt kann er nicht mehr laufen. Das Knie war 2 Monate geschwollen, entzündet, hat ganz viel gekühlt und Tens gemacht, geht aber gar nicht mehr, es knirscht und knackt und so weiter.
Schwimmen und Fahrradfahren geht ohne Probleme. Und die Frage ist, ob man noch so ein Kreuzband ins Knie einsetzen kann, nachträglich. Also er hat keins mehr, hat wahnsinnige Schmerzen. Wie würdest denn du jetzt daran gehen, nach deiner Art zu behandeln? Ja. Also wie gesagt, wenn ein Kreuzband, man muss ja auch immer sagen, dass, wie gesagt, wir wollen ja ganzheitlich denken und wir sind froh, dass wir alle Disziplinen, alle Fachbereiche haben und umso besser die zusammenarbeiten, umso besser ist auch das Ergebnis. Ja, dafür stehe ich ganz klar. Wenn irgendwas nicht in meinem Fachbereich fällt, dann sage ich, okay, ja, ich habe, das wollte ich vorhin noch sagen, bevor wir auf den Kreuzband kommen, es ist ja mit der Checkliste und mit dem Arbeiten ist es ja auch so, dass ich, wie ich sage, wenn 80-90% vom Bewegungsapparat vom Schmerzen kommen, und das ist ja eine Erfahrung, die ich persönlich mache, ne? Wenn ich 8 von 9 Patienten schmerzfreier bekomme, das ist ein gutes Ergebnis. Toll. Und das sind ja auch Statistiken, die auch zum Beispiel jetzt bei Liebschaum-Brachgas groß sind, ne? Die ich auch nur bestätigen kann. Heißt aber, ist das immer ein oder zwei, bei denen es nicht hilft. Dann ist es aber so, dann weiß ich, es kommt nicht vom Bewegungsapparat, ne? Es kommt jetzt nicht gerade daher, ich kriege es damit gerade nicht weg. Dann würde ich jetzt nicht weiter die Therapie forcieren und sagen, wir probieren nochmal. Wenn kein Ergebnis da ist und keine Besserung eintrifft, dann muss ich ganz klar so seriös sein, passen Sie auf, wir haben das probiert, ich glaube, es liegt an was anderem. Das kann sein, dass Medikamente in Wechselwirkung miteinander stehen. Es kann sein, dass was organisch ist, was neurologisches, internistisches oder was am Kopf, wo ich dann sage, okay, wir müssen erstmal was anderes im Griff kriegen, gucken Sie sich mal an. Ne? Auch wir haben mal besprochen, emotionale Belastung, ne? Stress, ja, ist ein ganz großer Einfluss auf den Schmerz. Aber das sind alles Sachen, die hört man dann raus. Ne? Und so kann man dann ganz seriös sagen, okay, nach den und den Griffen, nach den und den Behandlungen, bis hierhin müsste jetzt das und das passiert sein. Wenn es nicht ist, machen wir erstmal was anderes, klären es ab. Meistens, wenn die Leute dann nochmal zurückkommen, dann kommen die besser in die Übung, dann kommen die besser in die Therapie und dann geht das auch weiter voran. Ja, da ist ganz klar, nicht weitermachen. Super. Ja, und mit dem Michael, was? Ja, genau, Michael. Mit dem Kreuzband, da ist ja ganz klar auch, wenn Kreuzband, deswegen mit der Operation, wenn Kreuzband reißt, dann kann man es operieren, muss man nicht. Das hängt natürlich davon ab, inwieweit dein Knie stabil ist, inwieweit es belastbar ist und wie es dir im Alter Probleme macht. Ja, früher ging man davon aus, dass wenn man ein Kreuzband nicht operiert, dass es dann zu Arthrose führt durch Instabilität im Kniegelenk, dass man dann Verschleiß hat. Es gibt aber Studien, die das widerlegen, dass Leute, die auch kein Kreuzband haben, nach Jahren, dass die keinen erhöhteren Verschleiß oder Arthrose-Risiko haben, als welche, die es nicht gemacht haben. Es bleibt dabei, es muss natürlich, dein Knie muss stabil sein und es muss gut funktionieren, ne, und du musst damit zufrieden sein und auch deinen Alltag und Sport meistern können. Ja, bei vielen Sportlern, die noch fit sein wollen und Leistungssport machen wollen, da setzt man das natürlich gerne wieder ein, dass es einfach rundum passt. Aber es muss nicht. Bei dir jetzt, in dem Fall ist es so, 20 Jahre ging es gut und jetzt kommt's. Ja. Hat meiner Ansicht nach überhaupt gar nichts mit dem Kreuzband zu tun. Oh. Weil es hat ja 20 Jahre auch ohne Kreuzband funktioniert. Ja, guck, ne? Micha. Das ist halt diese andere oder neuere Denkweise, dass wir sagen, okay, welche Strukturen machen denn jetzt den Schmerz oder wo kommt das jetzt her? Ne? Wenn es 20 Jahre mit dem Kreuzband gut ging, warum soll das Kreuzband, da kann sich ja keiner mehr an das Kreuzband erinnern. Ja, nicht dein Knie, nicht dein Kopf, der weiß gar nicht mehr, dass das da drin ist. Du konntest super damit leben. Da sind jetzt ganz andere Strukturen, die wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger jetzt dadurch belastet wurden. Es ist ja immer so, das Kreuzband kann ja ersetzt werden durch andere Gewebe in deinem Knie und drumherum. Sagen wir noch mal ganz kurz für die gar nicht wissen, was so ein Kreuzband ist. Wo ist das Kreuzband? Das Kreuzband ist direkt im Knie, ne? Ist auch so gekreuzt, ne? Von hinten nach vorne, vorne nach hinten und sorgt halt für Stabilität im Knie. Mhm. Ja? Hat auch ein paar andere Aufgaben, Rezeptoren drin mit Spannung und Ansteuerung etc. Aber genau. Viele, viele Verletzungen etc., wo uns Bänder reißen, Gewebe, Sehnen etc., haben immer die Möglichkeit, ersetzt zu werden durch den eigenen Körper. Ja. Das Einzige, was man halt beachten muss, ist, wenn man sowas macht oder wenn das stattfindet, das findet von ganz alleine statt, man muss halt dann immer gucken, und das gilt für alle Verletzungen und für alle Schmerzen, die wir haben, dass die Strukturen, die wir mehr belasten aufgrund irgendeiner Problematik, sei es, wir müssen jetzt viel sitzen, wir müssen jetzt viel heben, wir haben jetzt den Job geändert oder Sportart, dann kommt es immer dazu, dass ein Trainingsprozess stattfindet. Der Körper fängt an, sich neu zu orientieren und umzuarbeiten.
Und das ist Veränderung, die natürlich erstmal mit dem ein oder anderen Gewebe erstmal so ein bisschen korreliert. Ne? Ist dann das eine Gewebe, für die ist das Neuland, hat es noch nie empfunden, macht natürlich erstmal eine Spannung, für das andere Gewebe ist das völlig in Ordnung. Und das merkt man halt. Mhm. Ne? Und so muss man dann, wenn man so eine Veränderung hat, muss man einfach dafür sorgen, dass das Gleichgewicht wiederkehrt. Ja. Gut, ja. Jetzt wird das, Michael, bei deinem Knie zum Beispiel auch so sein, dass es jetzt irgendwann mal so ist, dass du mehrere Strukturen halt überlastet hast, unbewusst. Ne? Das kommt dann mit der Zeit. Aber wenn das gut war und du willst keine Verletzung oder ein akutes Trauma hattest, wo vielleicht andere Strukturen verletzt worden sind, dann muss man einfach zusehen, dass man die überlasteten Strukturen jetzt einfach wieder dehnt. Mhm. Ja, weil wie gesagt, der Schmerz ist hauptsächlich in dem Gewebe, in den Faszien und nicht direkt im Knie drin. Ne? Dankeschön. Und super. Also sehe ich keine Problematik, wenn du kein Trauma hast, dass das nicht reversibel ist. Okay. Viele, merke ich auch selbst an meinen Patienten, kommen mit Arthrose. Schon früh. Also frühe Arthrose. Also sie sind dann Mitte 30, 40 und mit 50 ist das dann so schlimm zum Teil schon. Ja? Fällt dir bestimmt auch auf, ne? Das Thema Arthrose bei dir in der Praxis? Ja, ganz akutes Thema jetzt. Ne? Akutes Thema. Okay. Wer kommt da so zu dir? Welche Schmerzen haben die Patienten? Ja, also wir haben ja gerade wegen dieser Masse an Patienten und gerade wegen diesem Thema Arthrose ist ja die Therapie nach Liebschaum-Bracht auch, ne, ein großes Thema. Da geht es ja hauptsächlich um Arthrose und da sind ja immer Skeptiker und Befürworter und ja, wie sowas ist. Muss man ganz klar sagen, um vorwegzunehmen, wenn man mit dem Gewebe arbeitet und die Spannung aus Gelenken nimmt, dann sinken Schmerzen. Und das Interessante ist, und das ist eigentlich das, was man, ich sag immer, wer heilt, der hilft. Wer heilt, hat recht. Wer heilt, hat recht. Jo. Wer heilt, der hilft. Wer heilt, hat recht. Wer heilt, der hilft. Ja, wer heilt, genau. Genau. Und das Interessante ist, und das ist eigentlich für jeden verständlich, ist, dass wenn jemand starke Arthrose hat, in einem Röntgenbild zu sehen, und wenn der sich gut bewegt und Übungen macht oder auch die Therapieform nach Liebschaum bracht. Ja, es gibt auch oft so, dass es auch andere Therapieformen sind und man wundert sich immer, okay, warum hat die geholfen? Das ist einfach so, dass wenn die Spannung sinkt um das Gelenk drumherum, dann hat das Gelenk wieder mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen und ist in sich freier. Was dann alles da in dem Gelenk passiert, das könnte man natürlich ganz haargenau erklären und könnte das alles nochmal auseinandernehmen. Aber wichtig ist, gucken Sie sich mal in Ihrem Umfeld um. Es gibt Leute, die sind 20, 30, haben schon Arthrose, ja, wo man denkt, kann gar nicht sein. So, nee. Wir haben die noch mal gar nicht gemacht in ihrem Leben. Nee. Ja, mit Alter kann das gar nichts zu tun haben. Genau. Dann gibt es aber Leute, die sind 80, 90, 100, haben Arthrose schwersten Grades, im Röntgenbild nichts mehr zu sehen, aber keine Schmerzen. Und das ist einfach dieses Thema, was gerade so dabei ist, wo sich halt auch die Therapie Liebschaum bracht mit beschäftigt, dass die sagen, okay, es liegt nicht am Alter, ne? Es liegt auch nicht daran, was derjenige da, wie doll er irgendwas getan hat oder wie hoch seine Belastung speziell ist. Es liegt immer daran, wie gleiche ich meine Bewegung wieder aus, dass das Gelenk super funktioniert und sich ernähren kann. Weil ernähren tut sich das Gelenk nur, wenn es sich bewegt. Ne? Es sind keine Blutgefäße, die von außen in das Gelenk reingehen, um das Gelenk zu ernähren. Es bewegt sich nur, ernährt sich nur durch Bewegung. Okay, das heißt also, wenn ich eine Arthrose im Knie habe oder in den Fingern? Genau, ja, das Gleiche. Bewegen, 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 bewegen. Oder genau. Wie sieht so eine Therapie aus? Ich habe jetzt Arthrose am Finger. Was mache ich jetzt mit dir? Also nee, was machst du mit mir? Ja, welches Gelenk ist eigentlich völlig egal. Völlig egal. Da gibt es bestimmte Methoden. Es ist so, dass durch die erhöhte Spannung, die wir uns im Alltag aufbauen, ja, das heißt also, okay, wir machen immer einseitig Sport, wir sitzen viel, ne, unser Beruf ist vielleicht so, 10 Stunden am Schreibtisch sitzen, dann noch 2 Stunden mit dem Auto nach Hause fahren und dann noch auf der Seite liegen beim Schlafen, wir sitzen immer in einer Position, ja. Das Problem ist, dass wenn wir immer in dieser Position sitzen oder in der gleichen verkehren oder mit den Fingern, zum Beispiel wie bei mir, immer arbeiten, 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 immer nur in der gebeugten Haltung, dann sind die Gelenke halt einseitig belastet. Maurer. Die Gelenke machen nur noch die Bewegung da.
die Gelenke, die Finger gehen nicht mehr komplett nach hinten. Ne? Mhm. Nicht, weil die das jetzt gerade nicht können, aber wir machen es nicht. Ne? Hauptsächlich üben wir das aus. Ja? Wenn wir sitzen, hauptsächlich sind wir in gebeugter Haltung im Hüftgelenk. Wir kommen selten noch in Streckung und richtig raus. Das, was passiert, ist natürlich, der Körper macht eins, er speichert das ab. Ja? Nicht, weil er uns ärgern will und weil es dann Gefahr droht. Der Körper macht es dazu, dass sie nicht morgens aufstehen müssen und immer wieder neu lernen. Da, also, ne? Wenn er denkt, sie wollen ihr Leben so gestalten, dass sie viel sitzen oder eben viel so arbeiten, dann ist das völlig in Ordnung. Der Körper akzeptiert das und nimmt das so hin und speichert das ab. Wenn sie das aber über einen langen Zeitraum so machen, ja, der Zeitraum kann bei jedem verschieden sein, kommt auf die Belastung an und kommt darauf an, wie viel man dagegen tut. Dann kommt es dazu, dass das Gelenk sich nicht mehr gut ernährt, ja, weil kein Platz mehr ist. Da geht nichts rein, geht nichts raus. Und das ist dieser Verschleiß, was wir unter Arthrose verstehen, dass sich dadurch, dass da keine Ernährung mehr da ist und Gelenkfläche auf Gelenkfläche, dann geht der Knorpel kaputt. Mhm. Ja. Und das Interessante ist, was ja auch die Frage ist bei allen immer, ist jetzt Arthrose heilbar oder ist Arthrose, geht das wieder zurück? Ja, eine gute Frage, eine spannende Frage. Ja. So wie mit allem. Da ist man jetzt dann noch ganz doll auf Forschungssuche und das ist ja ein großes Thema. Aber eins ist, das können Sie auch alle, was wir schon am Anfang gesehen haben, dadurch, dass Arthrose nicht bei allen schmerzt und nicht nur im hohen Alter stattfindet, ist irgendwas daran, dass das mit anderen Dingen zu tun hat. Und ich aus meinem Fachbereich kann immer nur wieder sagen und auch die Methode nach Liebschaum bracht, dass man sehr schnell erkennen kann, dass wenn man gezielt bewegt, seine Gelenke wieder über alle Richtungen bewegt und das immer wieder angepasst an seinen Alltag macht. Das heißt, wenn ich sage immer zu meinen Patienten, wenn er es nicht genau weiß, wie war denn das mit den Übungen? Und ach, ich weiß nicht mehr genau. Ganz oft hilft einfach nur, immer mal wieder reflektieren, wie sieht denn mein Alltag aus? Ja? Und wenn Sie 8 Stunden im Auto gesessen haben, weil Sie eine lange Geschäftsreise hatten, dann ist klar, dann machen Sie einfach alles, was dagegen entgegengesetzt wirkt. Wenn ich lang gesessen habe, dann muss ich mich halt mal richtig, richtig strecken, ne? Die Hüften strecken, die Arme strecken, dass ich einfach aus der Position wieder rauskomme. Und so können Sie das mit jedem Beruf machen und so können Sie das auch mit jeder anderen Tätigkeit machen. Mhm. Ja? Wer immer einseitig sich in eine Richtung dreht, dreht sich entweder mal in die andere. Ja, ja? Das habe ich zum Beispiel. Oder wer viel, viel halt nach vorne arbeitet, ne, was wir heute alle haben mit Schreibtisch und so. Mhm. Unsere Schultern, unser Kinn, unser Kopf ist immer nach vorne. Dass das hier vorne alles kürzer wird und hinten ja gar nicht mehr hinterherkommt, sie aufzurichten. Ne? Das heißt, Sie müssen nicht da hinten jetzt wie ein Berserker jetzt Training machen und Sport und immer. Sie müssen erstmal dafür sorgen, dass Sie wieder ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Ne? Und das ist wichtig. Mhm. Ja. Studien gibt es, ja, also es gibt Studien, Studien, wo Knie untersucht wurden, wo Knie mechanisch auseinandergezogen wurden über einen längeren Zeitraum, wo man gesehen hat, dass dann Knorpelzellen sich wieder bilden, ja, und die Erfahrung sagt es auch, ich habe im Durchschnitt, ja, auch ohne zu lügen, ne, das wäre ja schlecht für mich, Kniearthrose zum Beispiel. Das ist ein Klassiker, wo man immer denkt, Knieschmerzen, sehr problematisch, viele Leute können ihr Knie nicht mehr laufen. Wenn die regelmäßig ihre Übungen machen, diszipliniert und halt jeden Tag dem Knie wieder einen Input geben, um weiterzukommen, dann sind die Leute innerhalb von wenigen Behandlungen so weit, dass sie das alleine tragen können und viel, viel weniger Schmerzen haben. Ich will nicht immer sagen, total schmerzfrei, weil man ja im Leben immer das ein oder andere mal dazukommt, ne, was wir besprochen haben, an anderen Faktoren. Aber die sind so zufrieden, dass sie sagen, okay, es reicht, dass ich jetzt nicht mich unter das Messer legen muss und jetzt noch kein Kniegelenk brauche. Und das ist viel wert, das ist gut. Total. Und wichtig ist, immer dazu sagen, das sage ich den Leuten auch immer, so sehen Sie, jetzt waren Sie 2-3 Mal da, Sie machen fleißig die Übung, aber Ihr Bild, Ihr Knie sieht noch genauso schlecht aus wie vorher. Ja, das Knie sieht noch genauso aus, tut aber nicht mehr so weh. Und das ist genau der Beweis dafür, dass es nicht direkt an der Arthrose liegt, an den Geweben darum, die wir beeinflussen. Super. Ich sehe schon, du hast so viel Wissen und du teilst das ja auch immer. Ne? Du teilst das auf Vorträgen mit, das, was du weißt. Wann machst du so Vorträge? Einmal im Monat oder... Ja, es ist immer so mal auf Anfrage, ne? Wenn wir irgendwo was haben. Ich bin öfter auch in Eisenhüttenstadt, da haben wir auch so ein Gesundheitsnetzwerk, wo wir auch ziemlich viel zusammenarbeiten. Toll.
Und genau, dann ist es auch immer so, dann pickt man sich dann so ein spezielles Thema raus, ne? Ob man jetzt, man kann ja nicht immer alles abdecken, ne? Ob Nee. man sich jetzt speziell so mit dem Thema Schmerz beschäftigt, Arthrose, oder wir nehmen uns drei, vier Sachen, was kann ich für den Rücken tun, was kann ich, Fersensporn hat man, ne? Super, super. Oder Hüftproblematiken, Hexenschüsse, ja, das sind alles so eine Themen, die kann man natürlich. Läuft. Also du hast auch ein ganz großes Interesse, dass die Menschen mehr wissen, ne? Mehr, du willst auch, dass es ihnen gut geht, dass sie in die Verantwortung kommen, dass sie sich beobachten, ne? Dass sie gesünder und vitaler durchs Leben kommen. Und da freue ich mich jetzt, dass du auch einen Vortrag hältst. Im Centro Delfino bei uns in der Praxis. Sehr, sehr schön. Am 22.06. wird es sein um 19 Uhr. Das stelle ich aber hier auch nochmal in die, schreibe ich nochmal in die Kommentare mit rein. Ich würde so gerne nochmal, das ist jetzt so viel, wir haben glaube ich eine halbe Stunde gesprochen. Ja. Wahnsinn. Ich würde so gerne nochmal durch die Praxis laufen, euch nochmal die Praxis zeigen. Genau. Vielleicht kann ich einen noch zum Ja. Abschluss sagen. Es ist auch wichtig, dass die Erfahrungen, die man dann so sammelt, wir brauchen Heilung von innen heraus. Ja? Für mich ist halt total wichtig, wir müssen immer bedenken, dass alles, was wir von außen dem Körper zuführen, das sind alles Sachen, um mehr oder weniger Symptome zu behandeln. Klar. Die beste Heilung, kennst du ja auch, ne? Vom Darm etc., kommt von innen. Ne? Alles, was wir dem Körper von uns selbst geben, das heißt, was wir psychisch dazu beitragen, ja, dass wir ihn selbst steuern, was wir körperlich, was wir uns selbst ansteuern, das, was wir an Muskeln und Geweben in Bewegung setzen, plus genügend ausreichend Wasser und genügend Vitalstoffe, ja, ob ihr das schafft durch Ernährung, wie sie draußen ist, oder euch etwas zuführt, das sind alles Sachen, die man besprechen kann, die man besprechen muss, die Wie man siehst du vielleicht das? auch Wie untersuchen. siehst du das mit Vitalstoffen? Führst du selber zu? Ich nehme selber. Ja. Ja, ich sage immer, Gut. für alles, was Sie im Leben machen, brauchen Sie eine gute Grundversorgung. Wer eine gute Grundversorgung hat, der kann auch mal ein Weinchen trinken oder mal einen über den Durst oder auch mal irgendwas machen. Aber wenn Sie keine gute Grundversorgung haben, dann ja, muss der Körper das mit anderen Sachen ausgleichen, und das zieht er sich natürlich dann wieder, wo wir im Thema sind, aus dem Gewebe. Ja, das ist genauso spannend, dass ich sage es auch immer wieder, wenn die Leute zu mir kommen und die meisten, die Schmerzen haben, die sind unterversorgt. Eigentlich immer. Ja. Eine befreundete Ärztin hat das auch schon mal lange untersucht, dass jedem fehlt immer irgendwas. Und die Sache ist, wenn man Schmerzen hat, sie brauchen in ihrem Leben ja sowieso einen guten Vitalstoffausgleich, dass sie überhaupt leben können, dass alles super funktioniert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt muss Ihr Körper was reparieren. Wird schwer. Der muss die gleich, wenn Sie dem nichts Neues geben oder Genau. mehr als vorher, muss der aus dem, was er hat, ihr normales Leben führen und muss jetzt eine Reparatur leisten. Und das ist too much. Absolut. Das heißt, eigentlich ist jeder, der mit Schmerzen zu tun hat und so, muss die Ernährung angucken. Ja, und da bin ich auch immer gewillt, Tipps zu geben. Und wenn ich da nicht weiterkomme oder wenn ich sage, okay, das klingt so ein bisschen speziell, da kommen ja auch Allergien mit rein und Unverträglichkeiten, dann auf jeden Fall ist es trotzdem wichtig, dass sie was tun und was nehmen. Aber da gibt es eben Experten und Leute, die das noch besser können. Ciao. Und das ist aber wichtig. Ja, total, Und finde ich ich sage auch auch. lieber übervorsorgt als unterversorgt. Ja. Und das, was man überversorgen kann, wo man sagt, da kommt es vielleicht in eine Region, da sollte man nicht so viel nehmen, das sind ganz, ganz wenige Sachen. Ja. Und das bespricht man natürlich auch alles. Toll. In diesem Sinne, hm? 30 Minuten. Ja, haben wir es schon. Vergeht schnell so 30 eine Zeit. Minuten haben wir jetzt schon. Ja, das Ja. gibt's. Ich zeige jetzt noch, ich gehe so einfach noch mal rum, weil du hast wirklich eine so wundervoll liebe Praxis. Und das, was ich euch hier zeigen möchte, ist natürlich auch noch was ganz Besonderes. Das habe ich noch nie gesehen in der Praxis. Moment, ich zeige euch mal. Also das ist auf jeden Fall hier erstmal der Behandlungsraum. Hier ist die Liege. Wunderschön. Ja, das ist echt ein Traum. Hier, es ist auch wundervoll warm. Guck mal, jetzt trinkt er endlich mal ein bisschen Wasser, der Sebastian. Das ist wichtig. Ja, Die Wasser ist Faszien total müssen wichtig. schwimmen. Ja, schwimmen. Wie viel Liter trinkst du? Ich versuche 2 bis 3 Liter. 2 bis 3 Liter. Ja. Ja, wunderbar, ich auch. Schaut mal hier. Also 3 Liter habe ich auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich liebe 3 Liter Wasser. Und die Wasser-Challenge kommt übrigens nach der Bewegung. Schaut mal, hier ist der Wartebereich. Mit Kamin sogar. Wunderschön. Hier ist eine kleine Küchenzeile. Und jetzt kommt's ganz besonders. Hier gibt's ein Rasenballsystem.
Barfuß wird hier gelaufen. Hier gibt es Rasen in der Praxis. Herrlich. Hervorragend. Das ist echt nicht zu fassen. Ganz eine schöne Idee. Mein lieber Christian. Sebastian. Sagen wir hier nicht. Schon wieder, warum sage ich jetzt Christian? Wahrscheinlich, weil du mich an meinen Bowler erinnerst. Gibt es noch irgendetwas, so, was du den Leuten mitgeben willst? So einen Satz, wo du sagst, ja, das liegt mir so sehr am Herzen. Ja, also für mich ist das Wichtigste, was ich auch immer wieder bei mir sehe, wir müssen wieder mehr zusammenarbeiten. Die Fachbereiche unter sich müssen mehr zusammenarbeiten, dass jeder alle Methoden und alle Sachen, die wir haben und die wir kennen und alles, was ihr so macht, hat alles seine Berechtigung. Meine Sache ist immer, ich sage immer, wir müssen wissen, wann wir was machen. Ja? Und es muss immer eine Grenze geben, wo wir sagen, bis dahin probieren wir aus und bis dahin machen wir es und dann vermittle ich weiter. Weil so bewahren wir unsere Seriosität und so ist der Erfolg am Patienten viel, viel höher, wenn wir viel mehr interdisziplinär zusammenarbeiten und jeder in dem Fachbereich, den er sich befindet, da ist er Spezialist und auf anderen Seiten gibt es andere. Ja, es überschneidet sich immer ein bisschen, aber niemand kann alles wissen. Nein. Niemand kann ich alles will wissen. Auch gar nicht alles wissen. Und dazu ist der Markt zu groß, da ist die Wissenschaft zu schnell. Aber es gibt immer Kollegen und Freunde, die irgendwo sich genau auf dem Bereich besser auskennen. Und da finde ich immer, da ist dann genauso ein Netzwerk, wie du das machst und wie es hier in der Gruppe ist. Super und sensationell. Und da freue ich mich immer, wenn es irgendwelche Leute gibt, die da sagen, hey, ja, Mensch, kannst du mal darüber gucken? Ich gucke mal darüber, dass man da Wege findet zusammen also, für den Patienten. Wertvolle Therapeuten, dann gebt uns doch Bescheid für unser Therapeutennetzwerk. Ne? Ja, genau. Dass die auch mal hier interviewt werden vielleicht. So, mein lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Ja. War sehr spannend und ich freue mich, wenn die Leute dich sehen, vielleicht am 22.06. Der Vortrag, oder, nicht vergessen. Genau, oder sie können dich erreichen unter? Unter Therapiepraxis Sebastian Hill im Internet, Mail, Telefonnummer,